Rechts sieht man die neue Rheinbrücke. Meine Polystahlbrücke, kein Stahl im Beton, sondern Kunststoffspannseile. Zwischenstopp im Karl-Duisberg-Park. Bleiben Sie links. Bleiben Sie links, dann, nach 1 Kilometer, fahren Sie auf die Autobahn. Bleiben Sie links, dann, nach 1 Kilometer, fahren Sie auf die Autobahn. Doch kein Zip an Niederlandes Küste, brennender Frachter im Hafen, Feuerwehr oder...
Nehmen Sie die Ausfahrt Richtung Frankfurt am Main, dann nach 800 Metern fahren Sie auf die Autobahn. Hassel, bei uns dürfen alle rein. Die ganze Woche mit Autofisch bei Zug. Für 78 Kilometer. Ich fahre zum Sensationspreis. Milka-Schokolade, je 100 Gramm Tafel für nur 66 Cent. Lebe dein Markt. Keine Lust auf ein überhitztes Dachgeschoss im Sommer? Jetzt Velux Hitzeschutzmarkise verdunkeln und durch einen Netzbetrieb einbauen lassen und 100 Euro Velux Cashback sichern. Direkt registrieren unter velux.de. Derzeit günstiger, nur 1,24 Euro. Jeden lohnt sich. Nachrichten aus der Region Deutschlands und B62 Richtung Bad Salzschlauf. Kam dann dazu chronische Nährstoffeinträge. Nehmen Sie die Ausfahrt, dann nach 300 Metern biegen Sie links ab. Die Wärmung, die man jetzt zunimmt, die Ostsee hat sich in den letzten 20 Jahren um 1,5 Grad erwärmt. Hat also das Pariser Klimaschutz das Ziel schon gerissen. Und Erwärmung bedeutet wiederum mehr Abbau von organischen Materialien, Boden, mehr mikrobielle Aktivität und. Nach 250 Metern biegen Sie links ab, B62, Richtung Bad Salzschlauf. Zwei Schlepper sind bereits eingetroffen, um das Schiff zu bergen. Bereits gestern soll ein ukrainisches Drohnenboot unmittelbar vor dem Hafen Novorossiysk ein russisches Kriegsschiff getroffen und ebenfalls beschädigt haben. Nach 250 Metern fahren Sie gerade über den Kreisverkehr, zweite Ausfahrt, B254, Richtung Wartenberg. Fahren Sie gerade über den Kreisverkehr, zweite Ausfahrt. Sich im Ukraine-Krieg bisher weitgehend neutral verhalten. Anna Osius. Die Ukraine will einen 10-Punkte-Friedensplan vorstellen und hofft, die anderen Staaten davon zu überzeugen. Neben Vertretern aus den USA und der EU Regen und Südwesten etwas Sonne bis 21 Grad. Und die weiteren Aussichten am Montag wechselhaft und windig bis 21 Grad, am Dienstag freundlicher und trocken bis 23 Grad. Nach 400 Metern biegen Sie rechts ab. Neueste Europawahlversammlung fort. Es sollen die letzten Kandidaten für die Europaliste aufgestellt werden. Die AfD hat sich bei der aufgestellt. Sie haben Ihren Zielort erreicht auf der linken Seite. Ich habe sie mittlerweile geschafft. Das war ein Fail. Ankunft bei Ute und Hadi Segert. Regen und einzelne Gewitter. Örtlich kann auch mal die Sonne scheinen bei 17 bis 21 Grad. Die weiteren Aussichten. Am Montag wechselhaft und windig bis 21 Grad. Und tschüss. Sonne und Wolken meist trocken und Winde bis 23 Grad. Das neueste aus unserem Verkehrszentrum. Vorsicht auf der A6. Fahre mich nach Hause. Navigation nach Hause. Kapiert, während die prognostizierten Kosten auf über 1 Milliarde geklettert. Jetzt eine Variante wieder im Spiel, die der Stadt Frankfurt eine neue Kultur meint. Der Wallanlagen beschert wird. Mit Oper und Schauspiel als Perlen. Ihr Gesicht wird mit einem Dorn durchbohrt. Dahinter reißt ein mausartiges Monster das Maul weit auf. Man möchte weggucken und ist zugleich angezogen von dieser Szene wie aus einem Horrorfilm. 12 Jahre nach dem Tod werden die Zeichnungen und Collagen der Frankfurter Künstlerin erstmals in einer Einzelausstellung gezeigt. Nach 350 Metern fahren Sie auf die Autobahn. Hessen, 50 stärkste Hit. Rund um die Uhr, immer aktuell, im NNA Top 40 World Channel. Und jeden Samstag ab 18 Uhr bei DM Radio, FFH Top. Folgen Sie A5, E40, Richtung vom Backen, für 40 Kilometer. Verlobungsringe aus Gold und Platin mit funkelnden Diamanten finden Sie bei 1, 2, 3 Gold. In Bad Homburg, Mainz, Gießen und dem Main-Taunus.
Ausfahrt 16 A3 E35 Richtung Oberhausen. Nehmen Sie die Ausfahrt. Nach 150 Metern biegen Sie rechts ab Richtung Gericht. Biegen Sie links ab, dann nach 50 Metern. Sie haben Ihren Zielort erreicht auf der linken Seite. Sie haben Ihren Zielort erreicht auf der linken Seite.